Hallo. Ja, ich habe eine Kooperation von einem Spielzeugladen. Also das ist ein Amazon Store. Der hat mich angeschrieben, ob ich ein paar Produkte testen möchte. So, ich hatte auch damals schon ein Produkt gehabt. Das hat jetzt aber nichts mit Spielzeug zu tun, sondern also ich teste quasi Amazon Produkte. So und da wurde ich dann angefragt. Das war eine Auflage für Gartenmöbel. Weil meine waren ja immer im, ja, unter einer Folie, sage ich jetzt mal, oder gar nicht, also ganz so. Und dann hatte ich dann halt die Anfrage bekommen und mittlerweile sind die super schick unter so ein, ja. Auch den Link kann ich ja gerne mal unter dieses Video setzen. Also das ist quasi Gartenmöbelauflagen. Also nicht Auflagen, wo man sich raufsetzen kann, sondern solche Schutzfolien oder so Schutz Überzieher, sage ich jetzt mal. Naja, jedenfalls hat dann die Firma gesagt, wir haben das neu reinbekommen. Hast du Lust zu testen? Ich natürlich an meinen kleinen Neffen gedacht. Ne? Der testet das natürlich auch noch danach. Ich will es euch erstmal vorstellen, bevor er das bekommt. Also er ist jetzt nicht hier oder sowas, ne? Aber er wird das trotzdem testen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache mit dem Gesicht. Ansonsten werde ich Fotos machen. Und also für die es interessiert. Wie gesagt, das heißt Dr. Kids. Ist ein Arztkofferchen. So ein Two-in-One, sage ich jetzt mal. Ab 3 Jahre. Medical Center. Also krankenhausmäßig. Kann man transportieren. Also an der Tasche. So, haben wir alles raus. So, steht hier sonst noch irgendwas? Erstickungsgefahr, Kleinteile. Also man kann es dann auch tragen. Was ist wegen Turn One? Naja, wir lassen uns überraschen. So, was steht denn hier sonst noch so Schönes? Ach so, man kann es auf. Also es ist so allerhand mit drinne, ne? Und das gucken wir uns halt alles mal an. So, wir haben das Köfferchen. Und es muss ja kindergerecht sein. So. Hier machen wir es auf. So. Was haben wir hier als erstes? So. Ach so, als erstes haben wir Rezeptblatt. Also es sind so Sticker. Und ich denke mal, dass man den Koffer hinten damit bekleben kann. Um sich den schick zu machen. Ah ne, drinne. Hier drinne. Könnt ihr den schick machen. Okay. Also hier. Oh, wartet. So, da könnt ihr euch den schick machen. So, dann haben wir hier drinne. Ich denke mal, das ist ein Arztkittel. Oh, der fässt sich toll an. Oh, mit Maske, so toll. Oh, ist das nicht niedlich? Mit Maske. Geil. Ja, ist ein Arztkittel. Guckt mal. Ich glaube, da würde Noah auch noch reinpassen. Ist ein Arztkittel. Ach, das ist ja niedlich. Ich weiß gar nicht, ob der. Es kann auch sein, dass der erklärt ist, dass das Noah schon zu groß ist. Weil ist er doch ziemlich groß für sein Alter. Bin ich einfach der Meinung. So, wir haben also einen Kittel damit bei. Kids Doctor Kit. Quick User Guide. So, das ist halt alles das, was drinne ist. Wartet mal. So. Oh, ist das nicht niedlich? Guckt euch den Kittel an. Mit Maske, ich flipp aus. Selbst hier. Ein Stethoskop, ist das mit Licht? Ja, ist ja mit Batterie. Ist
Sie haben echt an alles gedacht. Ja, wir gucken weiter. So, dann nimmt man das wohl hoch. Ich weiß nicht, ob man das dann da reinhängt oder ob man das separat abmachen kann. Auf alle Fälle sind hier so Noppen. So Nopsels. Ach so, den setzt man da unten rauf. Alles klar. Wir müssen auch mal ein bisschen hier nach. Ach so, hier. Da zieht man den Napsen raus und dann leuchtet der. Ja, das Stethoskop. Das ist so niedlich, oder? Hier sind noch Pflaster drin und die kann man aufstellen, hat man Medikamentenboxen. Also ich lasse das jetzt mal, dass Noah das wirklich testen kann. Hier ist die Schnur, dass er es tragen, also um Schulter binden kann. Und das gibt es in zwei Varianten. Also eine Mädchenvariante mit vielen rosa Tönen und dann halt jetzt die Jungvariante mit viel Blau, Rot und Grün. Ich setze für beides die Links in die Infobox. Da könnt ihr mal gucken, wenn ihr sagt, dass eure Kinder halt auch so gerne spielen und mit ne, Doktor spielen und finde ich gut. Also das ist jetzt eine, ich denke mal, die Haken hierfür. Ist an alles gedacht. Das ist so geil. Ich meine, gut, es ist Plastik, aber die Haken halten, denke ich mal, ganz gut. Und wir testen ja hier. Also ich teste das jetzt nicht auf Niere. Und hier kommt dann auch irgendwas rein. Ach so, die Messer. Die Pinzette kommt dann da rein. Gesägt. Das ist auch niedlich. Ja, jedenfalls kommt das dann hier rangeklackt. Na, also hier sind ja die Vorrichtungen dafür, für die Ösen. Ja, kommt da rangeklackt. Also, ich weiß gar nicht, warum ich mich hier so ein bisschen mehr rein. Ich hatte nämlich eine schöne Auflage, jetzt ist die wenigstens komplett. Das ist auch nicht. Also ich denke mal, da wird Noah sich freuen. Weil ich habe zwar hier so ein altes von meiner Freundin, die Tochter hatte das damals mal und Noah hat es dann halt übernommen. Und so, was haben wir hier? Eine Brille. Pinzette. Schere. Das ist auch so niedlich gemacht, ne? Und nicht zu vergessen, was natürlich bei den Kids richtig gut ankommt. Achso, und da ist eine Federung drin. Das heißt, das Ding kommt immer wieder zurück. Schere. Machen wir wieder alles rein. Damit das hier nicht rumfliegt, ne? So. Dann haben wir hier zwei. Also ich immer für Seife. Ach nee, für diese Teile hier. Und zwar kommt die hier. Guck. So, das Ding ist ja jetzt leer. So, dann kommt das hier rauf. Andersrum. Das hier rauf. Und diese Dinger kommen hier rein. Also das heißt, wir fangen hier mit an. Einmal links, einmal rechts, dann kommt das hier rauf. Dann kommt das hier, seid ihr im Blick? Ja. Dann kommt das hier ran. Ich lege das jetzt einfach mal oben rauf. So. So, und hier haben wir dann halt noch Fieberthermometer,
Ach, wie heißen denn die einzelnen Produkte? Also die stehen aber alle drauf. Also ihr habt da wirklich eine Auflistung, was ihr hier drin habt. Ne? Also eine Schere, Maske, Pille, Stethoskop, Pillenkopfer, Spritze, Zange, Otoskop, Pflaster, Pinzette, Tragetasche, Box, Aufkleber, Thermometer, Reflexhammer. Und Reflexhammer kennen wir doch alle, ne? Ah, das ist so niedlich. Echt. Also normalerweise kennt man ja, die sind so orthonormal. Aber das ist echt niedlich. Guckt mal, hier haben die Kinder sogar Drehzahl, um zu wissen, wie krank ihr doch seid. So, ne, wir haben jetzt hier richtig Fieber. Hier ist noch ein Knopf, wofür auch immer der mal sein mag. Oder Deko, das kann natürlich auch sein. Also Fieberthermometer. Und die kommen dann halt hier alle rauf. Naja gut, das müsst ihr natürlich hier reinmachen, das ist klar. Das heißt hier... Hier und hier könnt ihr die befestigen. So. Dann haben wir hier... Es dreht sich. Ach so, das ist bestimmt so ein... Um Knochen aufzumeißeln, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, und die Sachen kommen dann hier alle hin. Beziehungsweise hier rauf. Dann habt ihr hier ein... Ich muss mal in euren Mund reingucken. Oder Augen. Und das kommt halt in die Nase. Nicht in die Nase, ins Ohr. Da guckt ihr ja. So, so niedlich. Ach, ist das goldig. Ich finde das toll. Ja, ich denke mal, da wird er sich drüber freuen. Ne, wir wollen ihn ja nicht. Wir wollen die Kinder ja nicht in eine Schiene drücken, aber ich finde das so niedlich. Ja, und dann, aber sie können sich austoben halt. Ne? Also ihr habt hier wirklich en masse an Zubehör. Das ist echt der Knaller. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt auch nur angenommen, damit Noah das wirklich mal testen kann. Ich werde dann, ja, ich werde mal schauen, wie ihm das gefällt, wenn euch das interessiert. Oder ich werde das dann irgendwann mal darunter schreiben oder so für Nachkommen. Ja, wie gesagt, das Produkt wurde mir kostenlos zugeschickt, also zum Testen. Also ich finde es super niedlich. Ich finde es toll, dass auch Kittel mit bei ist. Das ganze Set hat... wie viele Teile ich hatte denn das? Und es ist... Also es ist wohl fördernd. Ich denke mal, das sind die motorischen Augen... Denken... Ja, also es ist spielerisch ganz toll gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt ja wirklich, ne, die Kinderspiel Mutter, Vater, Kind, vielleicht auch Doktor. Also Noah spielt das gerne. Dass der Kittel schon mit bei ist, aber ich flipp ja aus, ne? Finde ich ja niedlich. Aber ich denke, das ist für Noah, der wird für Noah zu klein sein. Ich meine, Noah hat einen Kittel. Den nimmt er nicht für Arzt spielen. Den nimmt er zum Kochen. Weil Noah kocht gerne und ja, aber vielleicht kommt ja irgendwann noch mal so ein Kochset dazu oder so. Mal schauen. Das ganze Set kostet, ich glaube, 19,99. Und ja, läuft, kann, also es läuft über PayPal. Nicht PayPal, Amazon Prime. Und ja, also wenn ihr da Interesse habt. Ich werde auch diesen Werbebanner einblenden. Es war... Ist zwar, also es ist einfach notwendig, ne, und ja, ich finde das super niedlich, es ist wirklich alles dabei, man kann es mitnehmen, man hat viel Auswahl, ich finde es toll, ne, vor allen Dingen auch, dass man den Platz hat, die Sachen liegen nicht einfach nur drinne in diesem, Koffer, sondern man kann sie wirklich so, wie das auch bei einer Operation ist, das ganze Werkzeug oder die ganzen Utensilien auch wirklich drauflegen.
Und geht nichts unter. Man kann es auch reinhängen, natürlich. Dafür ist es ja gedacht. Finde ich prima. Ja, ihr Lieben, wenn ihr weiter so Kooperationssachen sehen wollt, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Ich freue mich. Ich werde auch nachher im Garten, also wenn es soweit ist, so Herbst, im Herbst, ja. Häuser Sommer anfangen, wenn ich mich nicht irre. Aber im Herbst werde ich euch dann nachher euch auch die Auflage zeigen. Ne, und ja, ich finde das toll. Da freue ich mich, dass ich das testen durfte. Vielen lieben Dank nochmal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.